Hallo. Maike und ich von der Buchhandlung Heimann in Hamburg haben heute mal Bücher mitgebracht, die wir ja also wirklich als Herzensbücher bezeichnen würden. Bücher, die wir schon lange Zeit gelesen haben, auch teilweise nochmal gelesen haben und zu unseren absoluten Favoriten zählen. Und mein erster Favorit ist von Fjodor Dostojewski, Weiße Nächte. Das ist ein ganz schmales Buch, untypisch für Russen und erst recht auch für Dostojewski. Ich glaube, ich sollte auch damit anfangen. Das ist eine kleine Novelle und zwar spielt die eben in den Weißen Nächten in St. Petersburg. Also im Juni sind 4 Nächte und ein, ja man kann ihn so als Flaneur bezeichnen, so ein sehr träumerischer, schon ein bisschen älterer Mann, beschreibt erstmal wunderschön diese Stadt St. Petersburg, fast als wäre es ein Mensch, also so ganz lebendig. Und er begegnet einer jungen Frau, die ganz sehnsuchtsvoll auf ihren Geliebten, auf dessen Rückkehr wartet. Und die beiden freunden sich so ein bisschen an, gehen spazieren, treffen sich in diesen Nächten immer wieder und reden einfach wahnsinnig viel und sehr intensiv. Also es ist so eine ganz feine, sensible Liebesgeschichte, eben ganz ja, niveauvoll und wunderschön. Man ist auch sofort gefangen eben von dieser Beschreibung der Stadt und dieser ganz eleganten Sprache. Also ein kleines Kleinod. Sollte man vielleicht auch lesen, wenn man mal dahin fährt, oder? Auf jeden Fall. Hatte ich damals auch gemacht, als ich mal nach St. Petersburg gefahren bin. Kann so ein kleiner Reisebegleiter sein. Das erste Buch von mir ist das große Heft von Agota Christoph. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Ist auch in so einer ganz schönen kleinen Ausgabe. Das finde ich auch so ganz besonders. Ja. Das ist ein Buch, was in einem nicht weiter bestimmten Land spielt, in einer nicht weiter bestimmten Zeit, die aber auf jeden Fall kriegsartig ist. Und es geht um Zwillinge, die auch keinen Namen haben. Mhm. Also es ist so ganz unbestimmt alles, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wann und wie und wo es spielt. Und diese Zwillinge werden von ihrer Mutter abgegeben bei ihrer Großmutter, die sehr, eine sehr, sehr fiese Frau ist, die diese beiden auch sehr schlecht behandelt und ihnen keine Liebe gibt. Mhm. Und die beiden überlegen sich, wir müssen uns abhärten. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt die sind, so 12 bis 14 würde ich schätzen. Und die schreiben eben dieses Heft und schreiben alles, was wahr ist, in dieses große Heft. Und üben sich in allen möglichen Gemeinheiten, also schmeißen sich so lange Gemeinheiten an den Kopf, dass ihnen das nichts mehr ausmacht, schlagen sich, bis es ihnen nichts mehr ausmacht. Mhm. Also so ganz, ganz fiese Sachen und es ist aber in so einer kindlichen Sprache erzählt, dass man das so durchliest und erst so im Nachhinein merkt, wie schrecklich das alles ist. Mhm. Und es ist großartig gemacht, also ich finde es ganz toll. Und es ist original im Französischen geschrieben, obwohl die Autorin aus Ungarn kommt und die hat es schon ganz früh in ihrer neuen Sprache geschrieben und auch andere Bücher in dieser neuen Sprache geschrieben. Mhm. Und es ist als Trilogie angelegt und es gibt noch 2 weitere Bücher, die ich aber nicht so toll fand wie dieses hier. Also man kann dieses auch alleinstehend lesen und das ist ein ganz tolles Leseerlebnis. Ja, beeindruckend. Mhm. Auch die Geschichte der Autorin, dass sie auf Französisch geschrieben hat. Ja, es gibt auch eine Biografie von ihr, die sie ganz am Anfang geschrieben hat, wo sie wirklich noch nicht gut Französisch konnte. Mhm. Und das ist auch ganz toll, wie das in diesen kurzen, eigentlich kindlichen Sätzen geschrieben wird. Ja. Ja. Also musst du auch lesen. Ja, ich habe sogar auch schon alle 3. Ja, ja, dann, warten dann, auf mich. Ja, dann los. Ja, Maike sagte gerade, ein Buch, was an einem nicht bekannten Ort spielt, zu einer nicht bekannten Zeit. Und das ist hier auch der Fall, Die Stadt der Blinden von José Saramago. Das hat mich so beeindruckt, das Buch. Das spielt halt an so einem erstmal komplett anonymen Ort. Man erlebt so ein paar so Straßen-Alltagsszenen und auf einmal werden alle Menschen blind an der Ampel. Alle stehen da, wissen nicht mehr, wo sie sind, können nicht mehr sich orientieren. Es gibt ein paar, die noch sehen können und die Sehenden fangen an, die Blinden, weil sie Angst haben, es ist eine Epidemie, steckt alle an, zu evakuieren und zu isolieren in so einer, wie so eine Irrenanstalt quasi, also wirklich so eine Art Krankenhausatmosphäre. Die werden da alle interniert. Die Besonderheit ist, dass eine Frau, die sieht noch, lässt sich mit internieren, behauptet, sie sei blind, weil sie ihren Mann nicht im Stich lassen will. Also die Liebe treibt sie an, eben auch damit in dieses Elend zu gehen. Und man begleitet eben diese wirklich düstere Atmosphäre. Am Anfang ist es noch alles relativ zivilisiert und man hat noch Hoffnung, dass es irgendwie eine Heilung gibt. Und nach zerfällt jede Kultur. Alle fangen an, wirklich sich irgendwie barbarisch zu verhalten, weil es wirklich nur noch um bloße Existenz geht. Alles, was die Menschen vorher so als Schein vor sich getragen haben, bröckelt weg. Und es ist ja sehr martialisch und heftig. Also ich fand das Buch so intensiv und irgendwie auch nicht so
unrealistisch. Das ist das Erschreckende daran. Ja. Wie es ausgeht, verrate ich nicht. Aber diese Frau hat natürlich eine wichtige Rolle als einzige Sehende, weil sie die einzige ist, die eventuell nachher, auch je schlimmer das wird, die Blinden zu befreien aus dieser Anstalt. Also ein irres Buch. Und ja, Saramago ist auch Nobelpreisträger, portugiesischer Autor, den ich eh sehr schätze. Aber hier in dem Buch, finde ich, ist er besonders intensiv und auch eingänglich zu lesen. Und wie kommst du mit der Sprache klar? Also ich habe mal was anderes von ihm angefangen. Ja. Ich glaube, der Doppelgänger. Ja. Und er hat ja so eine ganz besondere Art zu schreiben, also mit Interpunktionen und also... Ohne Kommata und genau, alles. Genau. Ja. Und auch ohne Anführungszeichen. Ja. Also das, da kommt man rein nach einer Zeit. Genau, also man muss sich drauf einlassen, aber irgendwann hatte ich es wirklich so, dass ich so einen Fluss hatte und dann auch, selbst wenn ich mal dann irgendwie pausiert habe, ganz schnell wieder drin war. Okay. Also man muss sich drauf einstellen und dann ist es aber, also gerade in diesem Buch auch dadurch, dass die Geschichte so fesselnd ist, wie ein Krimi fast schon, will man auch gar nicht mehr weg und dann ist es nochmal mehr so ein Sog, dadurch, dass es so atemlos quasi auch ist. Ja, dann passt es ja auch irgendwie, passt es ja da total. Auch dazu. Ja, muss ich dann vielleicht auch nochmal ausprobieren, weil es ist ja interessant, dass er das immer macht. Genau. Bei allen seinen Büchern, das also dass das so sein Charakteristikum so ein bisschen ist. Ja. Ja, ich habe auch noch ein ganz besonderes Buch ausgesucht, Wer ist Martha von Marjana Gaponenko. Das hat mich so beeindruckt, das Buch, weil es auch eigentlich tatsächlich ganz unbestimmt an unbestimmten Orten und Seiten spielt. Es geht um einen alten Mann, der schon über 90 ist, der Ornithologe war, Wissenschaftler und der eigentlich ein sehr schweres Leben hatte, also auch im Krieg aufgewachsen ist, mit seiner Mutter immer unterwegs, weil sich irgendwo versteckt hat und eben dann so ganz isoliert geforscht hat und jetzt eine Krebsdiagnose bekommt und sich überlegt, er muss nochmal leben. Und er kauft sich einen schicken Anzug und einen schicken Gehstock und ein Ticket mit dem Zug nach Wien und fährt nach Wien. Und sitzt dort an der Hotelbar und guckt sich die Leute an und geht in die Oper und ins Theater und trifft auch einen anderen älteren Herrn, mit dem er das zusammen macht. Und die beiden sind einfach so witzig, wie sie dort an der Bar sitzen und zwischendrin einschlafen und dann werden die Träume erzählt und es wird was aus der Kindheit erzählt und aber dann wachen sie wieder auf und sehen wieder irgendwas, was da auf der Tanzfläche vor sich geht oder in der Oper und das ist so toll gemacht, das ist so toll geschrieben von einer, glaube ich, eher jüngeren Autorin, da bin ich mir jetzt aber auch unsicher, die ist, glaube ich, 81 geboren. Ja. Und ist einfach nochmal so die Feier des Lebensendes, wenn man das so sagen kann und witzig und klug und frech und also eine große Leseempfehlung von mir. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so bekannt. Ja. Und ja, das möchte ich euch gerne ans Herz legen. Habe ich auch von einer Kollegin gehört, die auch so begeistert davon war, weil es eben so raussticht aus vielen anderen Büchern. Ja, und es ist auch vom Erzählstil dann natürlich, weil es eben dieses Traum und Wirklichkeit so ein bisschen durcheinander kommt, ein bisschen schwierig, aber man kommt da rein und dann hat man nur noch Spaß. Also Spaß und auch irgendwie kann man was daraus ziehen. Klingt super. Ja. Können wir vielleicht bald nochmal wieder machen. Wir haben noch mehr Lieblingsbücher. Ja, auf jeden Fall. Das hört ja nie auf. Aber das sind jetzt so ein paar Exemplare mal gewesen, wo wir sagen würden, die würden wir auch wahrscheinlich immer weiter verschenken, weil wir einfach sagen, das sind besondere Bücher. Und nochmal lesen auch. Genau. Das sind auf jeden Fall Bücher, die man auch nochmal lesen kann. Ja. Und dann machen wir das doch einfach nochmal wieder. Das und kommt dann, immer nochmal. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.